Guten Morgen, Leute. Meine, sehen Sie sich an, die ganzen Nationalratsparteien, Pegida, die heute hier demonstriert haben, der Boulevard, das ist ja auch nur das Drei-Säulen-Modell für die Verweigerung von Corona. Wir demonstrieren hier für mehr Vernunft und Demokratie in diesem Lande. Ja, jetzt steht hier Bill Gates, zwingt mich, dieses Schild zu halten. Wieso zwingt Bill Gates diese Person, dieses Schild zu halten? Oh, Wette verloren, jetzt muss er das tun. Was heißt Wette verloren? Bei der letzten Bilderberger-Sitzung hat er eine Wette gegen Bill Gates verloren. Jetzt hat er keine andere Wahl. Aber ich dachte, ihr auch seid... Auch bei uns oben auf den Gipfeln der Macht, auf dem Olymp der Macht, sind wir doch nur Menschen. Und da kann sowas auch passieren. Also ihr glaubt an Bilderberg-Konferenzen? Ich dachte, die gibt's gar nicht. Oder wie glaubt ihr an Bilderberg-Konferenzen? Nun, das Hotel Bilderberg existiert. Existiert? Wo? Es ist ein Hotel. Aha. Auf einem Berg. In der Schweiz. In der Schweiz? Aha, okay. Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es in Bergen irgendwo. Das ist alles eins für uns. Aha, okay. Also ihr seid gut informiert? Ausreichend informiert. Wir können uns nicht um die Kleinigkeiten des alltäglichen Lebens kümmern. Aha, okay. Welches Dorf wollt ihr dann regieren mit solchen Kenntnissen? Das Dorf Österreich. Ich meine, wo kommt er her? Bitte schön, warum ist er eigentlich heute hier? Ich interviewe halt. Als Journalist darf man das doch, oder? Selbstverständlich. Das darf man nicht als Journalist. Das ist der einzige Job. Ja, natürlich. Genau. Deswegen frage ich ja. Also, weil ich wir bin interessiert. Wir wollen nur vorsichtig sein. Ja. So, mittlerweile, dank YouTube, kann ja jeder Idiot mittlerweile mit einer Handykamera so tun, als ob er Journalist wäre. Darum habe ich nochmal nachgefragt, um mich zu versichern, dass ich auch wirklich mit einem Journalisten zu tun habe. Ja. Ich gehe weiter. Grüß Gott, wie heißt der Hund? Ist das ein Mädchen oder ein Weibchen? Auf Wiedersehen. Okay, auf Wiedersehen. Aber wenn man jetzt YouTube wäre, dann sollte man doch einfach solche Leute runterwerfen, oder? Von YouTube. Die so argumentieren. So diese Empörkömmlinge, die das gute alte Handwerk des Kameraführens ad absurdum führen? Nö, einfach Leute, die ständig mehr Abonnenten bekommen, ja, die bei der Bevölkerung beliebt sind, die sollte man doch dann rausschmeißen. Oder? Nun, was man tun sollte, wäre gegen Meinungen vorzugehen. Denn ganz ehrlich, Meinung, das ist ist inhaltsloses Gedöns. Meinung als Meinung kann alles gelten. Es sollten eher Fakten zählen. Ja, ja. Also ich bin begeistert von eurem bundesrepublikanischen Chef. Wie heißt er nochmal? Das ist der Chef unserer Schwesterpartei. Ja, ja. Der hat Ironie. Wir sind das österreichische Original. Ja, der hat wirklich sehr viel drauf, was Ironie angeht. Bei euch merkt man, ihr bemüht euch, es ihm gleich zu tun, aber es schafft leider momentan keiner. Aber ich wünsche euch noch viel Erfolg. Ich verstehe, Sie sind also eines dieser kritischen Medien, welche von den Nationalratsparteien und ihrer Schattenregierung der Wirtschafts- und Korruptionskammer Österreich finanziert sind? Nein, natürlich gehören Sie nicht zu denen, die auch von Sebastian Kurz für diese komische Pegida-Demo bezahlt wurden? Nein, ich bin hier aus Deutschland und berichte eben... Wie können Sie aus Deutschland nach Österreich kommen, wenn derzeit eine Pandemie herrscht und eigentlich niemand reisen sollte? Es gibt... Wir sind hier aus Wien, deshalb sind wir in Wien, um dafür zu sorgen, dafür zu demonstrieren, dass gefälligst mal was unternommen wird gegen Corona und nicht ständig nichts getan wird, aha, wie sowohl in Deutschland als auch in Österreich passiert. Finden Sie es da nicht unverantwortlich, in diesen Zeiten zu reisen? Schön, dass ihr die Partei jetzt gesagt habt, also ihr seid für die Impfung jetzt, oder? Ihr wollt jetzt das geimpft? Selbstverständlich, Impfungen haben funktioniert. In der Geschichte hat sich ja gezeigt, Impfungen funktionieren. Diverse furchtbare Krankheiten, die Millionen dahin gerafft haben, sind heute kein Thema mehr deswegen. Ja. Sie sind also einer von denen, die diese endlos dauernde Corona-Diktatur weiter am Laufen halten wollen?
Die Corona-Diktatur... Ja, selbstverständlich, indem sie Menschen die Impfung verweigern wollen, also verhindern wollen, dass es wieder ein wirkliches Leben geben kann, wollen sie somit also diesen ständigen Halb-Lockdown, diesen ambitionslosen Mist, den Herr Kurz oder auch Frau Merkel hier am Laufen hält, weiter am Laufen halten? Sie sind einer von diesen kritiklosen Querdenkern also, die heute hier demonstriert haben, für die Politik des Nationalrates? Nein, ich will hier bloß erst einmal interviewen. Und oh, bis ich stelle jetzt, nur Fragen. Jetzt irgendwann ist es mir auch langweilig geworden. Es ist auch und ich finde es auch interessanter, jetzt woanders weiterzumachen. Aber viel Spaß noch bei eurer Demonstration. Das war doch wieder mal erhellend. Aber auch eben interessant zu sehen, da steht kaum jemand. Es langweilt die Leute. So. Ja, liebe Zuschauer, ich versuche jetzt mich irgendwie doch noch bis zum Prater zu bewegen und dann an dieser Demonstration teilzunehmen. Entschuldigung, geht's ja auch zum Prater irgendwie in die Richtung? Nein, alles klar.